Schön, dass Sie wieder in der Klinik sind. Wir wollen Ihnen gern unseren neuen Baufortschritt vorstellen und kommen Sie doch einfach mit. So, wir sind jetzt auf der Ebene 4. Das ist praktisch unsere neue Hals-Nasen-Ohren-Abteilung, die hier entsteht mit den entsprechenden Untersuchungszimmern und natürlich auch mit der Möglichkeit neuer, moderner Bettenzimmer für die Unterbringung unserer Patienten. Wir haben jetzt wieder die Installationsarbeiten vor uns, das heißt, die Trockenbauer sind zugange und auch die Installateure, die entsprechende Technik in den Wänden einbauen und damit auch den Baufortschritt voranbringen, um dann den Estrich noch zu legen. Wir hoffen, dass wir mit unseren Baufortschritten weiter so vorankommen, um auch eine schnelle Inbetriebnahme zu gewährleisten. Alle neuen Stockwerke sind über die Rohrpost verbunden und hier ist praktisch der Rohrpostschacht, wo später die Zimmer entstehen, für die Schwestern, die Stationskanzel, um hier die entsprechende Dokumentation und die Patientenbetreuung nachzuweisen. Hier ist das berühmte Loch, wovon wir schon mehrmals berichtet haben. Ist vor allen Dingen für den Eingangsbereich gedacht. Wir sind auf der zweiten Etage und bringen damit mehr Licht praktisch in den Bereich Rezeption und Eingangsbereich für unsere Klinik. Damit wird es großzügiger gestaltet und dort können wir uns dann mal ansehen, wo später die Cafeteria ihren Platz findet. Hier kommt auf jeden Fall unser ambulanter Bereich unter. Mit vorgesehen ist hier die Chirurgie im ambulanten Bereich auszubauen. Und anschließend ist gleich die Praxis Dr. Klengel, die ebenfalls sich erweitert. Wir sind jetzt wieder eine Etage tiefer, das ist das Erdgeschoss. Hier komme ich jetzt durch den neuen Haupteingang, suche mir die Rezeption bzw. gehe in die Cafeteria. Cafeteria völlig neu, großzügig und verglast. Jetzt sind wir wieder auf der Ostseite vom Krankenhaus. Dort stand früher das sogenannte Haus 22, also der Altbau, wo früher mal die Kinderklinik untergebracht war. Dort entstehen jetzt wieder mehr Parkplätze, um ganz einfach die Parksituation an der Klinik zu entspannen. Man kann es vielleicht nicht mehr erkennen, aber hier befand sich die alte Kinderklinik, die abgerissen wurde. Und jetzt entstehen dort neue Parkplätze für unsere Beschäftigten. Ja, hier will ich Ihnen noch die Möglichkeit zeigen, wenn der Bau fertig ist, wo Sie direkt aus dem neuen Haupteingang in die Notaufnahme gehen können. Die Tür ist natürlich dann geöffnet und ermöglicht einen schnellen Zugang vom Krankenhaus-Haupteingang zur Notaufnahme und der Röntgenabteilung. Ja, das war wieder unser kleiner Rundgang und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen, der Baufortschritt dann wesentlich weiter ist und wir dann damit rechnen können, nächstes Jahr mit allen Abteilungen und Bereichen in Betrieb zu gehen. Ja, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Peter Zeidler, bis zum nächsten Mal.